Vorbereitungen zum Lauftraining. Die Mitglieder des Munich Roadrunners Club treffen sich Dienstagabend vor dem Dante-Stadion. Und jedes Mal sind ein paar neue dabei. Laufen ist im Trend. Über 15 Millionen Deutsche ab 14 joggen, so eine Studie der Läuferzeitschrift Runner's World. Tendenz weiterhin steigend. Bad Wiessee am Tegernsee. Jesse Okanovic lässt sich von Trainer Andreas Schumann erklären, wie ein Brustgurt zur Pulsmessung richtig angelegt wird. Ein Anfängerseminar der Laufschule München. Ihr Gründer Andreas Schumann weiß, richtiges Laufen will gelernt sein. Wer einfach losrennt nach langer Sportpause, kann sich leicht überfordern. Warum nehmen Sie an dem Laufseminar teil? Ja, ich habe Beginn des Jahres einfach aufgrund einer Trägheit, die ich in mir gespürt habe, wollte ich ein bisschen laufen und habe es zwei, dreimal schon probiert, aber das war nicht besonders von Erfolg gekrönt. Ich weiß nicht, so nach 5, 6 Minuten merkt man da einfach, dass man aus der Puste kommt, und es war eigentlich eher unangenehm. Ich war danach eher fix und fertig. Andreas Schumann, ausgebildeter Lauftherapeut, beginnt das erste Training des Wochenendseminars mit Gehen und zeigt viel Verständnis für den 38-jährigen Vertriebs- und Marketingleiter in der IT-Branche, der seit Jahren kaum Sport gemacht hat. Nach dem Aufwärmen folgt ein Intervalltraining. Eine Minute laufen, 2 Minuten gehen im Wechsel. Ein schonender Einstieg, denn die Gelenke müssen beim Laufen das 2- bis 3-fache des Körpergewichts abfangen. Es ist wirklich besser, da sich Zeit zu geben, ganz langsam anzufangen, sich zu gewöhnen an die Belastung und die Freude an und den Spaß am Laufen dadurch nicht zu verlieren. Und man freut sich dann auch wirklich auf den nächsten Trainingstag und sieht die Fortschritte, die dann auch sehr schnell kommen, durch das sanfte Training. Das ist eben ein häufiger Anfängerfehler, dass die Leute sich da überfordern, es wieder aufgeben, weil sie denken, sie sind nicht der Typ fürs Laufen, und eigentlich ist jeder zum Läufer geboren, und wenn er es eben schön langsam anfängt. Körpergewebemessung im Seminarhaus des Hotels am Sonnenbichl. Jesse Okanovic ist 1,92 Meter groß und wiegt stolze 125 Kilo. Durch die Elektroden auf Füßen und Händen schickt Andreas Schumann einen minimalen Strom durch den Körper. So ermittelt er den Fett- und Wassergehalt des Gewebes. Ein Computerprogramm bereitet die Daten auf und liefert Grafiken und Trainingsvorschläge. Herr Schumann, wie schaut ein optimales Training für Herrn Okanovic aus? Er sollte ein Bewegungsprogramm beginnen. Am besten Walking, vielleicht mit langsamen Laufphasen zwischen den Walking-Phasen, 2 bis 3 Mal die Woche, etwa 20 bis 30 Minuten pro Trainingseinheit. Und dann sollte er auch seine Ernährung umstellen. Er sollte mehr Kohlenhydrate essen, viel Obst und Gemüse, wenig Fett und auch weniger Fleisch, vor allem, weil da im Fleisch und Wurst viele versteckte Fette enthalten sind. Und dann denke ich, wenn er eben gerade auch mit dem Walking-Programm beginnt, deswegen sein Übergewicht für die Gelenke einfach schonender ist, als jetzt nur zu laufen, dann denke ich, kann er in einem halben Jahr die 20 Kilo abnehmen, die er anstrebt. Herr Okanovic, was sagen Sie zu diesem Trainingsprogramm für Sie? Nun, ich habe schon wirklich eine ganze Menge angestellt und versucht, mein Gewicht zu optimieren. Und diesmal habe ich wirklich ein gutes Gefühl, dass ich das mit dem Laufen und mit der Ernährungsumstellung langfristig hinbekomme. Und ich bin wirklich sehr motiviert, und ich bin ganz sicher, ich werde es schaffen. Am Nachmittag unterzieht sich Jesse Okanovic einer Laufstilanalyse. Mit der Videokamera hält Andreas Schumann Bewegungsablauf und Körperhaltung fest. Denn ein falscher Laufstil belastet den Körper unnötig. Man sollte nicht zu extrem mit der Ferse aufsetzen, womöglich noch bei gestrecktem Bein. Da habe ich den Stoß direkt über das Bein bis in die Wirbelsäule. Auch nicht bei längeren Laufstrecken zu sehr immer nur auf dem Vorfuß laufen. Das ermüdet sehr stark. Idealerweise setzt man also mit dem Mittelfuß auf und rollt dann nach vorne ab. Und möglichst auch den Fuß gerade halten. Das heißt also nicht nach außen oder nach innen zu sehr drehen, sondern in Laufrichtung, alles so in einer Linie.
Auch die Unterschenkel, was man öfter mal sieht, dass die Leute so die Unterschenkel so ausschlenkern bei der Laufbewegung. Das kostet alles unnötig Energie, die verpufft und nicht für die ökonomische Laufbewegung zur Verfügung steht. Einweisung in die Kleiderordnung für Läufer. Trainer Peter Gottwald weiß Rat für alle Wetterlagen. Vor allem sollten die Stoffe atmungsaktiv sein und schnell trocknen. Statt Baumwolle empfiehlt der erfahrene Läufer Funktionsstoffe aus Mikrofasern. Manche können sich ein Leben ohne Laufen nicht mehr vorstellen, sind geradezu laufsüchtig. Die Begeisterung für diesen Trendsport ist durchaus ansteckend.